Schönen guten Tag, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Evil Within. Ja, wir haben gespeichert. Wir gehen mal eben wieder zurück. Ich glaube, wir brauchen nichts. Einfach zurückgehen. Kommt schon, passt. Ich habe schon wieder vergessen, wo wir... Ach, wir sind im Haus, richtig. Alkin ist da. So, okay, die Vase ist immer noch kaputt. Interessant. Was müssen wir... Oh. Okay, also Oh, das Licht aus. Hier sind Schläuche, denen müssen wir, glaube ich, folgen. So wie es aussieht. Da haben wir noch Suppe. Da kann man sich hier verstecken. Interessant. Immer noch mal überall nachgucken, weil gerade in so welchen Häusern, ich glaube, da kann relativ viel... Ja, das kann man kaputt machen. Da kann relativ viel versteckt... Was? Oh, puh. Nö. Verfolgt ihr mich jetzt die ganze Zeit? Wow, alles klar. Bitch-Move. Garantiert. Teleporten ist ungerecht. Overpowered Killer, du bist eine Nurse, das darfst du gar nicht. Ja. Okay, dann eben halt nicht. Das ist dann eben halt nicht. Cool. Was für die Zukunftseichen, geil. Oh, da wird er sich so freuen. Das darf er jetzt erstmal vorlesen. So, bis gleich. Okay. Interessant. Ich glaube, das ist Rubiks Haus. Der Typ heißt ja... Mmh, oh, lecker. Ja, genieß dein Mittagessen. Kann ich den ablenken? Ich hoffe halt, das ist nur einer. Nein, heb bitte die Flasche auf. Okay, die sind in einem anderen Raum. Sind aber zwei. Juckt sie nicht. Geil. Ich würde dich gerne von hinten umbringen. Nein, nein, cool. Dann halt nicht. Liegen bleiben. Nachsitzen. Verbrennen. Ja, klar. Ja, steht beide wieder auf. Ist kein Problem. Ich komme hier nicht raus. Einmal in die Futterluke. Und nochmal in die Futterluke. So. Herzhaft, der steht halt wieder auf, ne? Er steht nicht mehr auf. Und er steht auch nicht mehr auf. Wow. Geil. Man kann die halt nicht killen, weil, naja, die sind zu nah beieinander. Geil. Und, wenn man die Bomben vorher nicht entschärft... Wenn man die Bomben halt vorher nicht entschärft, ja, dann ist man halt auch geliefert, ne? Oh, das kann man gar nicht zerstören. Das kann man... Oh, ich glaube, ich habe gerade Besuch bekommen. Interessant. Das kann man halt auch nicht zerstören. Geil. Besucht ihr einen Schlüssel zu meiner Wohnung hat? Interessant. Ich frage mich, wer das ist. Geil, da liegt eine Axt. Die brauchen wir jetzt auch noch. Okay, das geht kaputt. Das geht halt auch kaputt. Sehr gut. Ja gut, die Axt nehmen wir halt mit. Vorsichtshalber kann ja sein, dass wir die irgendwie brauchen. Da ist noch Suppe.
Sonst ist hier nichts mehr. Was haben wir hier? Ja, was haben wir denn da? Oh, es ist ein Kopf. Ja, interessant. Hat er eine Spritze? Ah, hier, guck mal. Da liegt da einfach so ein Bolzen rum. Geil. War halt keine Spritze, aber war ein Bolzen. Proband Nummer 58, Test 92A. Elektrodenplatzierung an M33 der Schmerzregion. Wirkungslos. Erwarte bessere Ergebnisse mit Stimulation von Sektion F7 der Neokortex-Region für Einwilligung. Okay. Also ich soll jetzt bei F7 irgendwas reinstecken. Die Übernahme des Probanden war mäßig erfolgreich. Oh, okay. Individuelle Züge zum Teil noch vorhanden. Heißt es, ich soll... Okay, das war falsch. Ja, das ist doch die Region, oder? Na prima. Was habe ich denn jetzt angeleiert? Ich war's nicht! Ich war's halt nicht! Dein Allerheiligstes. Oh. Ein eigenes Forschungslabor. Ich bin beeindruckt. Warum sind Sie zurück? Ich habe Ihnen keine Erlaubnis gegeben. Komm, wir sind doch beide Wissenschaftler. Wissenschaftler streben doch stets nach Wissen und Erkenntnis. Zeig mir deine Experimente. Ich kann dir auch vieles beibringen. Sie würden sie nicht mögen. Sie fänden sie ekelhaft. In der Wissenschaft muss man jede Menge Dinge tun, die Laien abstoßend finden. Ich habe auch schon vieles getan, das für andere geschmacklos ist. Sie denken, ich bin sowas wie ein Monster. Du machst dir viel zu viele Gedanken um dein Äußeres. Dabei ist doch dein Verstand das, was wirklich zählt. Das ist Marcello. Ist der andere Ruvik? Ich glaube ja. Okay, also anscheinend haben der Doktor und dieser Ruvik-Typ zusammen. Weiß jetzt nicht, ob das zum Vorteil für uns ist. Oh, Surprise! Und ich war gerade überlegen so, oh, wo ist denn die Taste für die Lampe? Oh, was für Glück, dass wir die verfluchte Axt mitgenommen haben. Wow. Ja, wow. Der Stuhl des Todes. Was? Scheint dieselbe rote Flüssigkeit zu sein. Ja, war mir klar. Also die Flüssigkeiten. Okay, das ist die Tür. Die Flüssigkeiten öffnen die Türen. Okay. Dann gehen wir mal rechts durch. Icon ist da. Oh cool, kaputt machen. Häuslicher Vandalismus. Geil. Erstmal grundsätzlich alles kaputt machen. Weil es ist ja nicht unseres, ne? Ja, falls ich mal bei euch zu Gast bin, ne? So verhalte ich mich auch, wenn ich bei anderen Leuten bin. Ne? Hier, guck mal. Oh, eine schöne Vase. Ist die teuer? Oh, daneben. Oh, daneben. Ja, das kommt, weil ich, glaube ich, betrunken bin. So. Wow. Er trifft sie halt überhaupt nicht. So, erstmal alles zerstören. Was... Oh, ich habe keine Spritzen mehr. Kann ich nicht mehr nehmen. So, erstmal alles zerstören, was dem Typen hier gehören könnte. Schließlich will er uns ja auch umbringen. Das heißt, ich zerstöre jetzt alles, was ihm gehört. So. Okay. Super. Okay. Ist die nachgeladen? Krass, wir haben Munition, die wir nicht brauchen. What? Nicht hier drin! Raus hier! Wow. Oh Mann, ey. Da drin sind wir halt in der Falle, ne?
Ich glaube, der kann sich nicht lange zu uns porten. Ja. Oh, hier war irgendwas. Eine Flasche, geil. Hier, komm. Kaputt. Natürlich! Natürlich dreht sie sich in dem Augenblick um. Können die Türen öffnen? Ich glaube nicht. Oh. Offenkundig doch. Okay. Die ist ein bisschen creepy drauf. Und weg ist er. Wow. Erstmal spawnt dieser eklige Typ, ey. Rubik. Wo ich mir gerade meine Suppe holen wollte. Und dann ist da auch noch so eine Hardcore-Tante, die mich hier umbringen möchte. Vielleicht sollte ich die Tür nicht auftreten. Guck mal, super. Ah! Duck dich doch! Wow, ist das eine fiese Falle. Souverän gelöst. Hm. Oh, das war gekonnt, ne? Das war halt gekonnt. So. Wir plündern jetzt einfach wirklich alles, weil ich könnte ihm gar nichts mehr da, denn es ist gerade 52 umzubringen. Hat uns gerade seine ganzen Schergen auf den Hals gehetzt. Okay. Da ist noch ein Bolzen, da ist noch ein Bolzen. Ah, die Stelle kenne ich. Ich werde die Notiz jetzt nicht aufsammeln. Ich kenne die Stelle. Die war mal in einem Trailer drin, den ich mal gespielt habe. Das geht anscheinend nicht kaputt. Und zwar ist es so, wir brauchen für den Safe eine Kombination. Und das war in der Bibliothek und wahrscheinlich wird es hier auch eine Bibliothek geben. Wieso geht die Treppen so langsam hoch? Alles klar, verschlossen. Ein Zahnrad von 0 bis 9, geil. Also das Zahnrad... Das Zahnrad werde ich wohl auch brauchen. Ja, ja, guck mal. Ey, Familienporträt, alle sind durchgeschlitzt, außer er, ne? Geil. Bist du einer dieser Statuen? Kommen hier gleich 10 Schlüssel raus? Oh, schade. Hätte ja sein können, dass es eine dieser Statuen ist, wo mehrere Sachen gleichzeitig rauskommen. Das wäre natürlich endgeil gewesen. Ich höre schon was. Ich komm mal weg. So. Da drüben ist eine Bombe. Die werden wir nochmal eben entschärfen. Sind sich hier gerade keine Feinde? Diese Bomben sind halt hardcore, ne? Ja, nimm die Flasche, die wollte ich. Ich meine, da oben müssten auch Feinde sein.
Trailer war es zumindest so. Da liegt einer. Ja, da liegt einer und da liegt einer. Natürlich. Gleich erstmal einen richtigen Hardcore-Assi-Move hier machen. So. Gleich erstmal einen richtig Hardcore-Assi-Move. Man kommt hier oben nicht weg und dann greifen erstmal zwei Feinde an. Okay. Fehlt was vom Bild. Warte mal, was war das? Wir haben gerade was aufgesammelt. Warte mal. Gucken wir mal in dem Menü. Okay, anscheinend haben wir bis jetzt alles gefunden. Oh, da fehlt uns eine. Fragmente haben wir auch einige verpasst. Wir haben nur eine vermisste Person gefunden, krass. Kettensäge, ah, guck mal hier. Unteres Safe-Rad von 0 bis 24 und von 0 bis 9. Und wir müssen uns dieses Gemälde angucken. Und hier sind 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, das ergibt keinen Sinn. Ich hätte jetzt gedacht, wenn der... Wow! Assi-Move! Assi-Move! Ja, ja. Oh, da liegt Suppe. Geil. Ich wollte gerade runtergehen, ne? Aber gut, hier oben kann man noch laufen. Ja. Da müsste gleich verschwinden. Theoretisch. Okay. Wow, das war echt ein Assi-Move. Das war halt echt ein richtiger Assi-Move, ne? Okay, das macht's auch nicht gerade besser. Zwei Stück. Komm her, Schätzeleins. Mal tschüss. Du auch? Glück gehabt. Und tschüss. Noch einer? Drei? Ernsthaft? So. Schön, dass wir das geklärt haben. Das sind auf jeden Fall schon mal drei Probleme weniger. Da liegt noch eine Handgranate. Oh, ein Bolzen. Das war ja mal ein richtiger Assi-Move, ne? Also, dass er einmal da oben auftaucht und dass er uns gleich drei Leute hier reinschickt. Zum Glück hinterlassen die Suppe. Zumindest einer von denen. Und die müssen tot sein. Die habe ich. Okay, der ist tot. Jetzt haben wir eine Axt. Okay. Da ist eine Note. Oh, wir sind voll im Überzug. Wir werden mal eben speichern. Ich werde die Folge nämlich heute nur einmal aufnehmen können. Und, verfolgt mich was?
Oh Mann. Und tschüss. So, dann werden wir mal eben schnell speichern. Weil sonst schaffe ich nicht, die Folge heute online zu stellen. Sonst kommt die Folge heute nicht. Sie wurden erwartet. Ich hoffe, von dir wurde ich erwartet. Was anderes kann ich mir gerade nicht vorstellen. So, und wir sehen uns in der nächsten Folge. Alles klar, meine Lieben. Dann danke ich fürs Zugucken. Links in das Video zur letzten Folge. Rechts das zur nächsten Folge. Oben drüber könnt ihr abonnieren. Die Glocke nicht vergessen. Und bis zur nächsten Folge. The Evil Within.